Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part und somit den 12. von Far Cry 5. Und letztes Mal haben wir diesen Außenposten hier befreit. Und mit Außenposten befreien werden wir auch gleich weitermachen, schätze ich. Wir werden, welcher ist in der Nähe? Genau, diesen befreien wir. Den Kellett Kettle Co. Außenposten. Und den werden wir uns als erstes Ziel nehmen. Den hat uns auch ein Freund hier empfohlen, von diesen Außenposten, den wir befreit haben. Und da werden wir jetzt hinfetzen. Natürlich steht wieder nur so ein blödes... Ja, genau, dieser Typ hat's mir gesagt. Shit, ich hätte Wechselwäsche einpacken sollen. Da unten ist's moratfähig. Wow. Das war jetzt ziemlich ekelhaft. Nehmen wir das Gerät. So, wir halten jetzt an. Und zwar aus diesem Grund, weil... wie ich das letzte Mal festgestellt habe, wenn man diese... diese Türme da, diese gelben, also die Türme mit den Lautsprechern, mit, die so grün blinken, mit den gelben Kästen drauf. Wenn man die ausschaltet, dann bekommt man einen Bonus, indem man sie ohne Alarm befreit hat. Und das sind 400 Dollar extra, glaube ich, was ich letztes Mal so hatte. Das finde ich relativ geil eigentlich. Das einzuhändeln. Man sieht nicht, ob der grün blinkt. Ah, ich hole mir jetzt wieder Boomer. Denn... der kann einen wiederbeleben, das ist ja extrem geil, finde ich. Oh, ne, kann ich noch nicht. Ich werde jetzt einfach mal diesen gelben Kasten hier zerstören. Okay, das war nichts. Das ist eine Menge gepanzert auf mich. Okay. Ja, das war blöd. Das war jetzt echt blöd, denn ich habe... denn ich habe hier drauf geschossen und er ist direkt daneben gestanden. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich bin ein Blindschuss. Oh, fuck! Oh, 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 oh. Ja, genau! Ein Flugzeug auch noch! Aha, okay. Ja, der Alarm ist los. Also, wenn man einmal dran scheitert, dann kann man es eigentlich vergessen, dass man das ohne Alarm macht. Was ist sie für eine gewesen? Alter, was ist mit euch, oder? Da ist auch noch einer. Was ist der jetzt? Nö. Ich zieh durch. Alter, was ist mit ihm los? Das war relativ gut zu wissen. Boah! Jetzt bin ich sicher gleich down. Ja, 100%. 100%. Ich glaube, da kann ich durchziehen. Er hat eigentlich auf mich geschossen. Unten ist einer am Auto. Jawohl! Das war der letzte! Lächerlich. Jetzt ist wenigstens die Verstärkung weg. Oder die fliegt da oben, keine Ahnung. Ja, lebt noch! Wow. Ah, ich habe einen Traktor freigeschaltet. Das ist zu wahnsinnig. Die Kellets waren gute Menschen. Hallo Hundi. Es ist wirklich eine Schande, was ihnen zugestoßen ist.
Aber Gottes Wege sind unergründlich. Und dank dir wird man bei Ines Gag jetzt nicht mehr unser gestohlenes Essen auf den Tisch kriegen. Und wir können unsere Leute endlich wieder mit frischen Mahlzeiten versorgen. Falls wir die Rinder wieder einfangen können. Der hat wieder einen Außenposten für mich. Die Laurels haben uns gesagt, dass ihr Bunker unter Wasser steht. Sie haben ihn aufgegeben. Wenn wir es da reinschaffen, können wir alles behalten, was wir rausholen. Ah, Prepper-Versteck. Okay. Richtig gut, wie du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farm nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Du musst sie ein bisschen aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klaps. Sie werden vor dir weglaufen. Aber dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin sollen. Ja, machen wir eine gerne mit Nebenmission. Wo sollen sie her? Da rein, oder was? Da, wie schmeiß ich einen Stein? Achso, vielleicht nicht. Ja, das war's. Boah, der greift mich! Schon wieder an. Deine Taten haben Konsequenzen. Du Nutte! Ich hab deine Freunde hier in Fort's End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Du darfst dich uns gerne anschließen. Schließlich sind sie ja auch nur deinetwegen hier. Das ist deine letzte Chance. Ja zu sagen, Deputy. Lass dir nicht zu viel Zeit. Alter, was machen die da drüben? Idiot. Oh, was haben wir denn da? Ah, da kommt schon wieder ein Gegner. Ich glaube es nicht. Und fahren wir nach Fort's End? Das muss mindestens einmal in jedem Video vorkommen, dass ich gegen eine Autotür boxe. Tschüssi, Sektenmobil. Oh, da kommen Erinnerungen auf an unsere Feier. Warum kommt der einfach nach Fort's End, oder? Und keiner mag das? Ein roter Teppich. Alter Falter. Ja, nee, war so klar, oder? War so klar. Jetzt hat er schon die dritte Chance, mich zu killen. Halt still. Ich möchte Jezaun schreiben, nicht Korn. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen.
Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Was haben die für eine Deads bekommen? Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entzündung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen, du elendes Schwein! Versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Er hat die andere Buße Bibel genommen. Für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Verdient. Nick. Ja. Ja, ich tue Buße. Das ist die Macht des Jahr. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Hingetackert. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Es ist nur ein Wort. Sollen wir mal probieren, wenn ich nichts sage? Ja sagen oder nachgeben? Ja, dann sagen wir ja, ist mir sympathisch. Waffe! Schieß los! Los, schieß! Bring John zu seiner Ranch! Los! Wow.
hat sich da voll reingeportet. So, das nächste Flugzeug. Fliegt so, dass ich ihn nicht erwische. Halt dich länger durch! Geh recht hoch! Ah, ist eine Revenge. Die haben wir auch schon befreit. Schnapp dir eins von ihren Flugzeugen und folge ihm! Das ist unsere einzige Chance! Schnapp dir eins von ihren Flugzeugen und folge ihm! Alter, willst du mich verarschen? Ich hab dich schon 30 Mal getroffen. Such dir ein Flugzeug, der für dich. Ja, ist schon wieder fast hinüber. Komm, Baby. Das ist so geil. Immer wenn ich ihn genau im Visier habe, fällt das aus. Fällt die scheiß Knarre aus. Jawoll! Stirb! Jetzt habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Oder? Ja, doch. Haha, du Arsch!
Was, wenn Joseph recht hat? Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt. Das stimmt nicht. Sieh dich doch um. Die Welt steht am Abgrund. Ja, wegen euch. Du spürst das mit deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott mit deiner Seele gnädig sein. Ich hätte ihm noch eine Kugel in den Kopf gejagt. Der ist weg. Hey, da ist er. Deputy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. John Seed hat dieses Tal so lange terrorisiert. Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde. Noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. So, meine Freunde, mit diesem Erfolg beende ich die 12. Folge von Far Cry 5 und wir haben John Seed erledigt. Und als nächster werden wir dann zu seinem Bunker fahren gehen und mal schauen, was sich da noch verbirgt. Aber wir haben den ersten Boss getötet. Wir haben es gemacht. Dann, falls euch das Video gefallen hat, dann liked, kommentiert und abonniert bitte. Und ich wünsche euch noch was. Viel Spaß noch und ciao.